Ja, wohl das erste Mal. Ein bisschen schwerer wieder, weil ich ein bisschen lange nicht mehr Riesentaler gefahren, aber fürs erste war es einmal nicht so schlecht, aber natürlich fällt es eigentlich schon noch weit zu meiner Form, was ich damals gehabt habe. Nein, ich schaue jetzt einfach, weil ich habe ja eigentlich einen Riesentaler auf so bei den Rennen aufgeben, wegen meine Knie, und jetzt schaue ich einfach nur, dass ich einfach wieder auf die Technik schaue, dass sie vom Timing passt und dass ich einfach nachher eben das auf die langen Ski übertragen kann. Wohl eigentlich sehr gut nach meiner Verletzung eben. War jetzt leider beim letzten Rennen bin disqualifiziert worden wegen meiner Skischuhe, aber von der Leistung her hat es da auch gepasst, und hoffe natürlich, dass ich die Form, was ich jetzt im alten Jahr gehabt habe, jetzt bei den nächsten Rennen in Wengen und Kitzbühel mitnehmen kann. Ja, das war zu hoch, ich kann mir selber nicht erklären, aber das ist jetzt vorbei. Ich muss eben nach vorne schauen und ja, einfach schauen, dass das passt, und das passt jetzt auch wieder, und einfach nur aufs Fahren konzentrieren. Ja, eben wie gesagt, Wengen ist jetzt am 16. die Abfahrt, und nachher ist Kitzbühel Super-G-Abfahrt, und eben bei den drei Rennen einfach hundertprozentig konzentriert ans Werk gehen, nicht zu viel wollen, ganz normal locker Skifahren, und nachher hoffe ich, dass was Gescheites ausschaut.